thanks for all your love, and thanks for all you've done, for all those times we shared. Hallo Leute, ich interviewe heute eine sehr talentierte junge Dame namens Esther Hütter. Sie ist Sängerin, 19 Jahre alt und eine Freundin von mir. Wann, wie und warum hast du mit dem Singen angefangen? Wann? Schon immer. Es gibt Videos von mir, da bin ich so klein und singe irgendwas, keiner weiß was, aber ich tue es einfach. Und warum? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es damals schon lustig gefunden. Wer unterstützt dich dabei? Ja, eigentlich ziemlich alle. Mama, Papa, Freunde. Ich habe noch nie von irgendwem gehört, du darfst das nicht machen. Das nicht. Hast du schon an Gesangswettbewerben teilgenommen? Na, ich habe eine dermaßen Abneigung gegen Gesangswettbewerbe. Also mache ich nicht schon gar nicht bei irgendwas der Mania oder so, wo sie dir dann dein Geld außerluchseln. Das, na. Schreibst du deine Songs selbst und was inspiriert dich dabei? Ja, ich schreibe meine Lieder selber und es kommt halt immer darauf an, was ich gerade für eine Gemütslage habe. Und das hört man dann halt auch in den Texten. Hast du Auftritte? Und wenn ja, wo finden diese statt? Und verdienst du eigentlich auch Geld mit deiner Musik? Es kommt drauf an. Also im Sommer mehr als im Winter. Und dann ist halt immer so teilweise Hochzeiten oder eben auch in irgendwelchen Pubs in Graz. Und ja, ich verdiene Geld damit. Zum Beispiel erst letztens im Flann O'Brien. Das ist noch gar nicht so lange her. Findet man dich auf YouTube oder kann man vielleicht eine CD von dir kaufen? Man kann mich auf YouTube finden. Da gibt man dann einfach Esther ein und dann kommt es eh schon. Kann man dich vielleicht sogar buchen? Kann man, ja. Man kann sich bei mir melden und dann einmal ganz lieb nachfragen. Wie lässt sich das Ganze mit der Schule vereinbaren? Ja, also zur Matura-Zeit war es schon ein bisschen stressig. Da habe ich das Ganze dann ein bisschen zurückschrauben müssen, weil es war halt schon ziemlich am Wackeln zwischendurch, aber ja, es lässt sich gut vereinbaren. Was stellst du dir für die Zukunft vor? Noch höher hinaus! Wie hoch? Ganz hoch! Auf den Berg auf! Hast du vielleicht Tipps für andere? Ja, scheißt's euch nichts. Wenn ihr was machen wollt, dann macht's das, weil die, die es gut finden, die hören sich eh an und die anderen einfach drauf scheißen und einfach keine Angst haben. Ist dir schon mal was im Weg gestanden oder bist du schon mal an etwas gescheitert? Ich selber. Oft ich selber. Also man muss einfach anfangen, über seinen eigenen Schatten zu springen und dann haut das schon hin. Aber ich bin mir eigentlich oft selber im Weg gestanden. Okay, danke schön. Thanks for all you've said, this time's going out to be the best I've ever.